Herzlich willkommen, schönen guten Tag zu einem neuen Final Fantasy 15 Guide von xboxuser.de. Wir beschäftigen uns heute mit der Sidequest Die Klempner vom Dienst. Da müsst ihr 8 Ventile für die Kernkraftwerkmitarbeiterin öffnen. Das ist eigentlich nicht weiter schwierig, nur fand ich es am Anfang nicht ganz leicht zu wissen, wie die Ventile aussehen. Und wer jetzt dennoch sagt, ich möchte das Ganze schnell abhandeln und nicht groß suchen, für den haben wir diesen Guide gemacht. Da könnt ihr einmal ganz flott sehen, wo die Ventile in Lestalum verteilt sind. Damit es einfacher für euch ist, gehe ich zum Questgeber zurück und gehe das Ganze jetzt von hier an, damit man schlussendlich den schnellsten und einfachsten Weg nochmal nachvollziehen kann. Wenn ihr direkt am Anfang links die Stufen hochgeht, seid ihr schon relativ nah an dem ersten Ventil. Und zwar einfach dann geradeaus durchlaufen und dann seht ihr rechts breit die Rohre. Und genauso werden die Ventile immer aussehen. Einige Ventile sind einfach so wie dieses, andere Ventile versprühen auch Dampf. Das sehen wir hier, da ist nämlich Ventil Nummer 2 direkt anliegend am ersten Ventil. Und dann haben wir schon 2 von 8 Stück gefunden. Von hier aus geht es rechts um die Ecke. Die Treppe hinunter und wieder rechts, und dort finden wir dann, wenn wir halb links laufen, das nächste Rohr. Und zwar direkt hinter der Ecke. Es ist wie ein Rohr aus dem Dampf austritt, also es ist nicht leicht zu übersehen. Dann geht es direkt links um die Ecke und hier sieht man schon wieder ein dampfendes Rohr. Das heißt, man geht darauf zu und hat jetzt schon einen Großteil der Rohre gefunden. Wenn man also weiß, wo sie sind, geht es ganz schnell. Dafür haben wir natürlich das Guide erstellt, damit ihr nicht groß rumsuchen kann oder beziehungsweise rumsuchen müsst. Das nächste Rohr ist direkt anliegend, 2 Meter hinter dem. Jetzt haben wir bereits über die Hälfte der Rohre geschafft und gehen weiter. An der nächsten Gabelung gehen wir rechts ab und gehe die Treppen bis ganz da unten. Jetzt gibt es in beide Richtungen Rohre, wir gehen aber zuerst links herum. Sieht gut aus. Und finden hier wieder ein Ventil, was nicht dampft. Im Anschluss an dieses Ventil drehen wir wieder um und gehen in die andere Richtung. Das ist einfach für den Ablauf einfacher, das so rum zu machen. Man kann es auch andersrum machen, aber ich finde es einfacher, das so rum abzulaufen. Jetzt läuft man quasi rechts nach der Treppe ab, läuft geradeaus durch. An der Haustür hier vorbei und direkt dort ist schon das 7. Ventil, was geöffnet werden muss. Ihr seht, das Ganze dauert eigentlich keine 5 Minuten, wenn man weiß, wo es ist. Ich denke, wenn ihr einmal gesehen habt, wie die Rohre aussehen, ist die Quest auch wesentlich einfacher. So, jetzt muss man einfach wieder rechts hochlaufen, die Stufen, dass man quasi hier zum Hauptmarktplatz kommt. Und läuft auch danach die nächsten Stufen wieder hoch und wird dann schon sehen, das dampft auch schon wieder da. Und hier auf der rechten Seite hat man das letzte Ventil geöffnet und somit hat man mit relativ wenig Aufwand diese kleine Nebenquest gemacht. Bringt nicht extrem viel Erfahrung und Geld, aber öffnet den Pfad für weitere Nebenquests. Aber jetzt müsst ihr nur noch zurück zur Questgeberin, gebt es zurück und erhaltet somit eure Belohnung. Damit habt ihr die Klempner vom Dienst erledigt und dürft euch im Anschluss neuen Aufgaben der handwerklichen Zunft widmen, zum Beispiel der Elektrikeraufgaben. Weitere Tipps und Tricks zu diesem, aber auch zu anderen Spielen, News und Testberichte findet ihr auf www.xboxuser.de. Vielen Dank fürs Zuschauen.